What is your name? Karl Bodenschatz. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Den Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You may sit down if you wish. General Bodenschatz, seit wann kennen Sie den Reichsmarschall Göring? Den Reichsmarschall Göring kenne ich seit dem Juni 1918. In welcher Eigenschaft lernten Sie ihn damals kennen? Ich lernte ihn damals kennen, als er Kommandeur des Jagdgeschwaders Richthofen wurde. Ich war damals Adjutant des vorher gefallenen Rittmeisters Freiherr von Richthofen. Wurden Sie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in die Reichswehr übernommen? Nach dem Ersten Weltkriege wurde ich in die Reichswehr als Berufsoffizier übernommen. Und blieb in der Reichswehr vom Jahre 1919 bis zum April 1933. Wann sind Sie nach der Beendigung des Weltkriegs mit Göring wieder in Verbindung getreten? Im November 1918 war ich mit Hermann Göring zusammen in Aschaffenburg bei der Demobilmachung des Jagdgeschwaders Richthofen. Und später, im Frühjahr 1919, einige Wochen, in Berlin mit ihm noch zusammen. Dort trennten sich unsere Wege. Dann traf ich Hermann Göring zum ersten Mal wieder bei seiner ersten Hochzeit. Es war das, glaube ich, im Jahre 19 oder 20, ich weiß nicht mehr genau. Bis 1929 bestand keine Verbindung mit ihm. Im Jahre 1929 bis zum Jahre 1933 sah ich Hermann Göring hier in Nürnberg mehrmals, wo ich seinerzeit beim Infanterieregiment 21 als Kompaniechef war. Das Zusammensein hier in Nürnberg erfolgte ausschließlich zu dem Zwecke der Pflege der alten Kameradschaft. Und 1939 traten Sie in die Luftwaffe ein? 1933 meldete ich mich bei Hermann Göring in Berlin und wurde... Damals war Hermann Göring Reichskommissar der Luftfahrt und ich meldete mich bei ihm als sein militärischer Adjutant. Wie lange blieben Sie in dieser Stellung? Ich habe bitte noch einmal. Wie lange verblieben Sie in dieser Stellung als Adjutant?
In dieser Stellung als Adjutant verblieb ich bis zum Jahre 1938. Dann später wurde ich Chef des Ministeramtes, 38. Und während des Krieges, welche Stellung hatten Sie während des Krieges? Während des Krieges war ich Verbindungsoffizier zwischen dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe und dem Führerhauptquartier. Hielten Sie sich im Hauptquartier auf oder wo? Ich hielt mich abwechselnd. Einmal im Führerhauptquartier, einmal im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Luftwaffe auf. Ich wechselte. Ja. Wann schieden Sie dort aus dieser Stellung? Dort schied ich aus der Stellung am 20. Juli 1944, weil ich an diesem Tage sehr schwer verwundet worden bin. Wo wurden Sie? Aus welchem Anlass wurden Sie? Ich wurde verwundet, weil ich wurde durch das Attentat ersetzt. Sie waren zugegen bei dem Attentat? Jawohl. Welche Aufgaben hatten Sie im Führerhauptquartier? Ich hatte im Führerhauptquartier die Aufgabe, Meldungen über besondere Vorkommnisse, Fragen, Bitten und Wünsche des Reichsmarschalls während seiner Abwesenheit im Führerhauptquartier vorzutragen und zu übermitteln, ferner Rückfragen aus dem Führerhauptquartier unmittelbar an Hermann Göring zu leiten. Nahmen Sie an den Lagebesprechungen? Ich bin noch nicht fertig. Dann hatte ich Hermann Göring über alle Vorgänge im Führerhauptquartier, soweit sie für ihn als Reichsmarschall wichtig waren, frühzeitig, also außerhalb des Dienstweges, zu übermitteln. Nahmen Sie an den Lagebesprechungen regelmäßig teil? Ich nahm an den Lagesprechungen als Zuhörer teil. Von welchem Zeitpunkt ab verlor der Reichsmarschall Göring an Einfluss bei Hitler? Nach meiner persönlichen Ansicht und Überzeugung verlor Hermann Göring seit dem Frühjahr 1943 an Einfluss bei Adolf Hitler. Aus welchem Grunde? In diese Zeit fällt der Beginn der großen Nachtangriffe der englischen Luftwaffe auf die deutschen Städte. Und seit dieser Zeit treten zwischen Adolf Hitler und Hermann Göring Meinungsverschiedenheiten auf, die sich in der Folgezeit immer mehr steigern. Trotz aller Bemühungen. Jawohl. The translation came through as far as we were able. The translation came through as far as we were able to hear it, that the defendant Göring, since the spring of 33, lost his influence with Hitler. 43. Kann ich weiterfahren? Ja. Trotz aller Bemühungen gelingt es dem Reichsmarschall nicht mehr, seinen Einfluss auf den Führer wie früher geltend zu machen. Die äußeren Zeichen dieses sinkenden Einflusses sind folgende. Erstens, der Führer übt schärfere Kritik. Zweitens, die langen früheren Besprechungen, Einzelbesprechungen zwischen Adolf Hitler und Hermann Göring werden kürzer, seltener
und hören schließlich ganz auf. Drittens, der Reichsmarschall wird zu wichtigen Besprechungen nicht mehr beigezogen. Viertens, in den letzten Monaten und Wochen steigert sich zwischen Adolf Hitler und Hermann Göring die Spannung so weit, dass er schließlich festgenommen wird. Wissen Sie etwas über diese Festnahme? Aus welchem Anlass erfolgte die Festnahme? Darüber bin ich nicht genau orientiert. Ich habe nur gehört, dass ich war damals in Bad Reichenhall im Lazarett gelegen und ich habe nur gehört, dass der Reichsmarschall ein Telegramm an den Führer geschickt haben soll. Diesem Telegramm soll Hermann Göring gebeten haben, dass er, nachdem der Führer nicht mehr die Handlungsfreiheit besitze, nunmehr handeln dürfe. Auf dieses Telegramm hin, das funkentelegrafisch von Berchtesgaden nach Berlin geschickt wurde, erfolgte die Festnahme. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich das nur gehört habe. Unterlagen selbst habe ich nicht. Durch wen erfolgte die Festnahme? Darüber kann ich nichts aussagen, weil ich nichts weiß. Ich habe aber gehört, dass sie durch ein Kommando der SS auf dem Obersalzberg erfolgte. Hatte der damalige Feldmarschall Göring vorher Kenntnis von dem Vorgehen gegen die Juden in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938? Von diesen Vorgängen hatte Hermann Göring vorher keine Kenntnis. Woraus folgern Sie das? Das folgte ich daraus aus seinem Verhalten, wie er sich nach diesen Vorgängen mir gegenüber verhalten hat. Er hat sich folgendermaßen verhalten. Er war, als er von diesen Vorkommnissen hörte, bestürzt. Verurteilte diese Vorfälle. Er ging einige Tage nachher mit Unterlagen zum Führer und beschwerte sich über die Urheber dieser Ereignisse. Hierüber kann Hauptmann Wiedemann, der Adjutant des Führers, nähere Einzelheiten eigentlich bekunden. Einige Wochen später berief Hermann Göring die Gauleiter nach Berlin, um ihnen seine Auffassung über die Ereignisse des 9. und 10. darzulegen. Er nahm gegen diese wilden Einzelaktionen scharf Stellung. Er geißelte sie als Unrecht, als wirtschaftliche Unvernunft und als eine Schädigung des Ansehens im Ausland. Der ehemalige Gauleiter Dr. Überreiter, der an dieser Gauleiterbesprechung teilnahm, hat hierüber nähere Einzelheiten bereits eidlich bekundet. Waren Sie mit dieser Darstellung zu Ende, Herr? Ich bin zu Ende.
waren Sie bei einer Besprechung zugegen, die Anfang August 1939 in Sönke-Nissenkoog in Husum stattfand. An dieser Besprechung nahm ich persönlich teil. Wer war dort versammelt? Soweit ich mich erinnere, waren anwesend Hermann Göring, Herr Dalerus aus Stockholm, 6 bis 8 englische Wirtschaftsführer, deren Namen ich nicht mehr weiß. Dann war ich dabei und als Dolmetscher Ministerialrat Dr. Böttger. Können Sie etwas über den Inhalt dieser Besprechung sagen? An den Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern. Sinngemäß führte aber Hermann Göring Folgendes aus. Dr. Stammer, did the witness say where this conference took place? Jawohl. Well, would you tell us where it was? Im Sönke. Wiederholen Sie, wo diese Besprechung stattfand. Die fand Anfang August im Sönke-Nissenkoog bei Husum, das ist in Schleswig-Holstein, statt. Sönke-Nissenkoog. Koog, eine Eindeichung. Sönke-Nissenkoog. Nicht oben bei Husum. Wollen Sie bitte fortfahren? Sie waren dabei zu schildern den Inhalt dieser Unterredung. Ich wiederhole. Sinngemäß führte Hermann Göring aus. Zwischen England und Deutschland sind die politischen Beziehungen zurzeit sehr gespannt. Unter keinen Umständen darf sich diese Spannung weiter verschärfen oder gar den Frieden gefährden. Die Wohlfahrt und die Wirtschaft unserer beiden Länder kann nur im Frieden blühen und gedeihen. Deutschland und Europa haben das größte Interesse daran, dass das englische Imperium existiert. Hermann Göring betonte, dass er seine ganze Kraft einsetzen werde, und zwar für die Erhaltung des Friedens. Er bittet die englischen Herren, sie möchten in England, wenn sie zurückkommen, ihren Einfluss bei den maßgebenden Stellen für das gleiche Ziel geltend machen. Der Reichsmarschall Göring sich mit Ihnen darüber unterhalten, wie die Politik des Reiches nach seiner Ansicht geführt werden müsse, wann und bei welcher Gelegenheit haben solche Gespräche stattgefunden? Hermann Göring hat sich über diesen Gegenstand mit mir öfter unterhalten, und zwar in den Jahren 38 und 39, besonders in der Zeit
nach dem Münchner Abkommen. Die Gespräche fanden statt, gelegentlich im Anschluss an einen Vortrag oder in seinem teilweise auch in seinem Sonderzug. Hermann Göring vertrat immer die Ansicht, man müsse die Politik des Reiches so führen, dass es nach Möglichkeit nicht zu einem Krieg käme. Hermann Göring hat diesen Gedanken besonders ausführlich bei einer Besprechung mit den Gauleitern im Sommer 1938 in Kalin-Hall behandelt. Der vorhin genannte Dr. Überreiter hat hierüber Näheres eidlich ausgesagt. Hat der damalige Feldmarschall Göring mit Ihnen vor seiner Abreise nach München im September 38 gesprochen? Bevor Hermann Göring nach München fuhr, sagte er zu mir, er werde alles tun, um eine friedliche Lösung zu erreichen. Wir können keinen Krieg gebrauchen. In diesem Sinne hat er auf den Führer eingewirkt und während der Verhandlungen in München zur Erhaltung des Friedens entscheidend mitgewirkt. Hat er sich mit Ihnen... Als er nach der Besprechung in München aus dem Sitzungssaal kam, sagte er zu uns, spontan, das ist der Friede. Hat er sich mit Ihnen wiederholt darüber unterhalten, aus welchen Gründen er einen Krieg ablehnte? Bei welchen Gelegenheiten? Darüber haben wir öfter gesprochen. Er sagte zu mir immer, ich war im Ersten Weltkriege als Infanterie- und Fliegeroffizier, ständig an der Front. Ich kenne die Schrecken eines Krieges. Und daher meine Einstellung, diese Schrecken des Krieges dem deutschen Volke nach Möglichkeit zu ersparen. Und mein Bestreben, alle Konflikte friedlich zu lösen. Allgemein war seine Ansicht, ein Krieg ist immer eine unsichere, riskante Sache. Selbst wenn man ihn gewinnt, stehen die Vorteile in keinem Verhältnis zu den Nachteilen und Opfern, die gebracht werden müssen. Wenn man ihn verliert, dann ist in unserer Lage alles zu Ende. Unsere Generation hat bereits die Schrecken eines großen Weltkrieges und seine bitteren Folgen erlebt. Der gleichen Generation einen zweiten Krieg zuzumuten, ist nicht tragbar.
Ich darf noch hinzufügen, dass Hermann Göring seiner ganzen inneren Einstellung und seiner Wesensart entsprechend nie für den Krieg war. Es lag ihm alles ferner als der Gedanke an einen Krieg. Hat der Feldmarschall Göring sich mit Ihnen darüber unterhalten, welches Ziel nach seinem Willen mit der Aufrüstung, die ja in Deutschland vorgenommen wurde, erreicht werden sollte? Wann und bei welcher Gelegenheit? Hermann Göring sprach mit mir darüber im Jahre 1935, nachdem die Wehrfreiheit verkündet worden war. Er bezeichnete nach den vergeblichen Versuchen, zu einer allgemeinen Rüstungsbeschränkung zu kommen, die Aufrüstung Deutschlands als eine Angleichung an die Rüstung anderer Länder mit dem Zwecke, gleichberechtigt mit den anderen Mächten in der großen Politik mitwirken zu können. Haben solche Unterhaltungen auch noch nach 35 stattgefunden? Ja, hier und da kamen wir auf dieses Gespräch zurück. Und da hat er im ähnlichen Sinne gesprochen. Haben Sie etwas durch den Reichsmarschall Göring darüber erfahren, welchen Zwecken der Vierjahresplan dienen sollte? Ich sprach mit Hermann Göring über dieses Thema gelegentlich im Jahre 1936, und zwar nach der Verkündung des Vierjahresplanes. Er führte mir gegenüber aus, dass er in diesem Plane ein Mittel sehe, um Deutschland die Rohstoffe zu sichern, die es im Frieden mangels Devisen nicht einführen oder von deren Einfuhr es in einem Notfalle möglicherweise abgeschnitten werden konnte. Wann und bei welcher Gelegenheit hat Göring mit Ihnen über seine Ansicht bezüglich des russischen Feldzuges gesprochen? Gegen Ende 1941, nach den ersten Rückschlägen im Russlandfeldzug, sprach Hermann Göring mit mir über die Kämpfe im Osten. Er sagte zu mir: Adolf Hitler hat zwar einen sehr harten Kampf im Osten vorausgesagt. Mit solchen Rückschlägen hatte er aber nicht gerechnet. Ich habe vor Beginn des Feldzuges vergebens versucht, Adolf Hitler von seinem Plane, Russland anzugreifen, abzubringen.
Ich erinnere ihn daran, dass er selbst in seinem Buche Mein Kampf den Zwei-Fronten-Krieg ablehnte. Ferner wies ich darauf hin, dass die Masse der deutschen Luftwaffe im Osten gebunden sein werde. England, dessen Luftfahrtindustrie angeschlagen sei, werde aufatmen und sich wieder erholen können. Would that be a convenient time to break off for 10 minutes? The tribunal has observed that the witness is using notes whilst giving his evidence. The ruling which I announced this morning was confined to the defendants and did not extend to witnesses. Nevertheless, the tribunal will allow the same rule to be applied to witnesses. But the evidence must not be read. The purpose of the rule being merely to assist recollection in giving evidence. Yes, Dr. Stone. Sind Sie darüber unterrichtet, ob sich an den Reichsmarschall Leute gewandt haben mit dem Ersuchen, ihre Angehörigen aus dem KZ zu befreien oder ihnen bei ihren Schwierigkeiten mit der Gestapo zu helfen? Für die Beantwortung dieser Frage ist eigentlich der Chef des Stabsamtes zuständig. Ich selbst habe nur gehört, dass solche Gesuche und Bitten an den Reichsmarschall gerichtet worden sind. Haben Sie nicht in dem militärischen Sektor derartige Gesuche bearbeitet? In dem militärischen Sektor bearbeitete ich die Gesuche, die aus dem Bereich der Luftwaffe kamen. Da kamen aber nur Gesuche über Verhaftungen von deutschen Staatsbürgern, die angaben, dass man ihnen den Grund nicht sage, weshalb sie verhaftet worden sind. Und außerdem kamen auch Mitteilungen über Missstände bei Arisierungen. Auch über Festnahme von Juden. Solche Gesuche kamen an mich nur aus dem Bereich der Luftwaffe. Oder aus meinem persönlichen Bekanntenkreis. Wie wurden solche Gesuche behandelt? Solche Gesuche wurden immer so behandelt. Die Masse der Gesuche, die aus der breiten Schicht der Bevölkerung kamen,
wurden durch das Stabsamt dem Reichsmarschall vorgelegt. Die Gesuche, die aus dem Bereich der Luftwaffe kamen, trug ich vor, also mein Amt. Und Gesuche, die an Verwandte oder Bekannte des Reichsmarschalls kamen, trugen diese selbst vor. Der Reichsmarschall hat seine Hilfe nicht versagt. In einzelnen Fällen hat er den Führer persönlich um eine Entscheidung gebeten. In allen Fällen, die ich zu bearbeiten hatte, konnte geholfen werden. Haben sich auch zahlreiche Juden mit der Bitte um Hilfe an Göring gewandt? Es haben sich auch Juden und besonders auch Judenmischlinge an den Reichsmarschall gewandt. Wie wurden diese Gesuche behandelt? Diese Gesuche, wie ich eben sagte, der Reichsmarschall hat seine Hilfe nicht versagt. Und er hat mir Weisung gegeben, wenn nur irgendwie möglich, zu helfen. Wie war im Allgemeinen die soziale Einstellung Görings? Die soziale Einstellung von Hermann Göring war folgende. Sozial fühlend, denkend und handelnd war er ein Wohltäter aller Bedürftigen. Stets war er hilfsbereit für Leute, die in Not waren, so gegenüber Kranken, Verwundeten, den Hinterbliebenen von Gefallenen und Kriegsgefangenen. Die Fürsorge für die Arbeiterschaft lag ihm besonders am Herzen. Ein Beispiel hierfür. Die Einführung des Bergmann-Treuegeldes, dass jeder Bergmann nach 25-jähriger treuer Arbeit in der Höhe von über 20.000 Mark ausbezahlt erhielt, ist eines seiner bedeutendsten sozialen Werke. Hatten Sie Kenntnis von den Zuständen in den Konzentrationslägern? Von den Zuständen in den Konzentrationslägern hatte ich keine Kenntnis. Ist im Führerhauptquartier bei den Führerbesprechungen oder bei anderer Gelegenheit über die Konzentrationsläger gesprochen worden? Im Führerhauptquartier habe ich aus dem Munde des Führers niemals etwas gehört über Konzentrationslager. Er sprach in unserem Kreise nie darüber. Ist dort über die Vernichtung der Juden gesprochen? Ist dort über die Vernichtung der Juden gesprochen? Nein, er hat nicht über die Vernichtung der Juden gesprochen. Mit mir jedenfalls nicht. Auch nicht bei den Lagerbesprechungen? Nein, bei den Lagerbesprechungen kann ich mich nicht erinnern, dass er jemals in meiner Gegenwart über diese Judenvernichtungen gesprochen hat. Wurde von anderer Seite dort etwas erwähnt? Nein. Von Himmler? Mit Himmler habe ich nie darüber gesprochen. Ich habe nur gehört, dass jetzt in der Gefangenschaft, dass Leute, die Herrn Himmler auf diese Frage angesprochen haben, dass er diesen Leuten sagte, das stimmt nicht, was ihr da hört, das ist falsch. Ich selbst habe mit Himmler über diese Frage nicht gesprochen.
Wussten Sie, wie viele Konzentrationslager es gab? Dass es Konzentrationslager gab, das wusste jeder. Dass es welche gab. Dass es aber die Existenz von so vielen Lagern, das war mir nicht bekannt. Die Namen Mauthausen und Buchenwald, die sind mir nach dem Kriege erst durch das, was ich in der Zeitung las und hörte, bekannt geworden. Ich kenne nur den Namen Dachau, weil ich zufällig hier aus Bayern gebürtig bin. Haben Sie auch nicht über die Scheußlichkeiten erfahren? Nein, über diese Scheußlichkeiten habe ich nicht erfahren. Ich habe nur das erste Mal voriges Jahr, als ich mich beim Reichsmarschall abmeldete, und zwar war das im Mitte März 1945, als ich mich in meinen Genesungsurlaub abmeldete, sagte mir der Reichsmarschall mittags beim Essen, dass doch sehr viele Juden umgekommen sein müssen und das wird uns teuer zu stehen kommen. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Sinne von Verbrechen gegen die Juden gehört habe. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich stelle den Zeugen jetzt für die Übungsverteidigung und die Anklage zur Verfügung. Does any defense counsel wish to ask any questions of this witness? Verteidiger des Generalstabes und des OKW. Ich habe nur wenige Fragen an diesen Zeugen. Herr Zeuge, Sie haben in Ihrer Eigenschaft als Verbindungsoffizier des Oberbefehlshabers der Luftwaffe zum Führerhauptquartier an den Lagebesprechungen, wie Sie vorhin gesagt haben, teilgenommen. Haben Sie auch an Lagebesprechungen teilgenommen als Frontoberbefehlshaber zum Vortrag bei Hitler waren? An solchen Besprechungen habe ich persönlich nicht teilgenommen. Ich war aber bei zwei Besprechungen im Nebenzimmer anwesend. Und zwar war es einmal, als Herr Feldmarschall von Kleist zu einer Besprechung da war, und das zweite Mal, als der Führer der Krim-Armee nach Räumung der Krim zum Vortrag befohlen war. Ich war, wie gesagt, bei diesen Besprechungen nicht anwesend, hörte aber im Nebenzimmer, dass infolge des überlauten Tones irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zwischen Adolf Hitler und dem betreffenden Herrn stattgefunden haben müssen. Mehr kann ich nicht sagen. Haben Sie so viel gehört, dass Sie etwa den Gang dieser Besprechung verfolgen konnten? Nein, ich habe den Gang der Besprechung nicht verfolgen können. Den Inhalt der Besprechungen nicht. Dann habe ich keine weiteren Fragen.